Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Triff mich in der Wattewolkengalaxie und wir finden heraus, was du drauf hast. Dein Wanderaffe. Ja, ich finde den Stempel oben rechts interessant. Da steht Mario Galaxy 2, da ist so ein Toadkopf. Und das Jahr 2000XX. Das soll verdeutlichen, dass wir Mario Galaxy 2 noch spielen können bis ins Jahr 2099. Aber nicht mehr im Jahre 2100. Das geht zu weit. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Kurzer Part, was? Ja, ich wollte euch nur mal zeigen, warum wir jetzt in die Wattewolkengalaxie gehen, ne? Weil ich lass mir das nicht sagen, nu. Ich komm dir ran. Auf den Meter. Wirst du sehen, du Wanderaffe. Hier ist das Symbol. Na claro, clarissimo. Ich weiß nicht mehr, was es war. War das ein Wettrennen? Ich weiß auf jeden Fall, wir können mit der Wolke ordentlich bescheißen. Hüpf-Highscore mit dem Wanderaffen. Wir gucken mal. Ach! Nee, das waren coole Challenges. Nee, du musst Combo-Wombo machen. Das ist ganz cool, ne? Da packt einen auch der Ehrgeiz. Da will man so ein bisschen Highscore-mäßig unterwegs sein. Na, gucken wir mal. Das kriegen wir da hin. Wunderbärchen. Erzähl mal hier. Deine Spielregeln. Ich habe auf dich gewartet. Hallo auch. Ich bin der legendäre Wanderaffe, ein in allen Galaxien geachteter Spieleprofi. Nie gehört. Bei diesem Spiel ist mein Highscore 10.000 Punkte. Die Regeln sind einfach. Hier hast du so rund gekriegt und dass das euch nicht glauben. Du musst möglichst viele Gegner aus dem Weg räumen und die Münzen sammeln. Wenn du über meine 10.000 Punkte kommst, gebe ich dir diesen Powerstern. Also, spielst du mit? Freilich. Dein Ziel sind 10.000... Nee, mehr. Viel Glück, du wirst es brauchen. Aber ich glaube, man hat mit 10.000 dann auch schon gewonnen. Wie ist das? So, und jetzt noch die Coins einsacken. Bevor die despawnen. Aber die Combo-Wombo war mir tatsächlich wichtiger. Ach, wisst ihr, das finde ich eigentlich auch ganz nett, ne? Dass man aus Gründen in Galaxien zurückkehrt. Dass man die ja noch ein bisschen appreciated und nicht, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Münzen zu sammeln. Ob die Zeit mehr das Problem war, oder... Was war denn hier am Ende des Tages das Problem? Guck mal, den kriege ich jetzt auch nicht mehr. Aber anscheinend haben wir ja mehr als genug Zeit, so. Gut, die Münzen, jetzt habe ich keine Münze bekommen, whatsoever. Die lassen sich auch nicht verbinden, zumindest nicht ohne weiteres. Fuck, suboptimal. Ja, das passiert schon mal. Anscheinend liegt es nicht an der Zeit. Wie viel habe ich denn? 7200. Das muss ich jetzt gebacken kriegen hier. Erinnert mich an dieses Mario Party Minispiel mit den Piranha-Pflanzen. Verdammt! Naja, seinen lächerlichen Rekord kriegen wir hin, aber... Ist man halt motiviert, ne? Man will mehr. Man will mehr. Ach, die geben mir auch nochmal Coins. Aber denen wird's komplett die Socken ausziehen, wenn er unseren Highscore sieht. Ist da drüben noch was? Ich habe ja gar nichts, wie ich da hinkommen kann. Ich glaube, das war's. Ja, dann mach Ende. War ich zu schnell für ihn, ne? You're too slow! Beende es, ich fall runter. Ach, da wären sogar noch Gegner gewesen. Fantastisch, 12.810 Punkte. Ich muss zugeben, dass du ein würdiger Gegner bist. Und als Beweis dafür gebe ich dir diesen Powerstern. Achtung, er klatscht. Hat ein bisschen Style, ne? Wie diese Powersterne herbei spawnt. Danke, Anke, bitte, Brigitte. So wird ein Schuh draus. Da können wir damit weitermachen, womit wir im letzten Part aufgehört haben. Nämlich die Rollfelsen. Ja, in der Pröselbrock-Galaxie. 16 Sterne habe ich gerne. Das zweite Mal die silberne Krone. Also jetzt mal zur Erklärung, wenn da steht, du hast die Galaxie komplett, silberne Krone, dann heißt das, man hat alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt holen kann. Aber manche Sachen spawnen halt erst nach einer Zeit. Und dann kommen noch Kometen dazu und Grünsterne und ach, das ihr werdet sehen. Deswegen ist es für mich obsolet, ob da jetzt eine silberne Krone ist oder so, ich werde es ja eh noch komplettieren. Da bist du ja wieder, du hast bereits einige Powerstelle gefunden, nicht wahr?
Wir führen hier genau Buch darüber, wie viele du bereits mitgebracht hast. Why the hell? Schau dort, auf dem Schild neben dem Steuerrad kannst du es nachlesen. Diese Liste wird dir auch bei der Jagd nach den übrigen Powersternen helfen, also schau häufiger mal nach. Ich werfe mal einen Blick drauf. Ja. Also solange da nicht irgendwie ein Stern mit einem Fragezeichen ist oder ein Stern mit ja, einfach noch schwarz hinterlegt, können wir erstmal weitergehen. Das gibt sich alles, ne? Wie jetzt auch die Herausforderung von dem Affenkerl. Das wird schon noch. So, gab's hier nichts weiter? War da nicht ein Luma, der irgendwas wollte? Das hab ich mir eingebildet. Ich hab vielleicht mit dem verwechselt. Okay, dann machen wir jetzt die Riesenfall-Wasserfallgalaxie. Da freue ich mich drauf. Entzückend! Raketenraser dank Turbo-Pfeffer. Jetzt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, das ist aber steil. Wie sollen wir das nur schaffen? Einerseits schön, andererseits kriege ich ein bisschen Ausschlag, wenn ich die Welt sehe. Naja. Das ist so. Manchmal ist es geil, juckt dann aber trotzdem noch nach. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich rede das mal mit dem Kollege. Hoch hinaus. Der ist nicht so gesprächig. Ich meine, das ist ein Stück Holz. Was willst du hören? Also, der Yoshi. Der ist wieder da. Zum zweiten Mal. Und wenn er diese Frucht isst, nicht den Holzkerl. Wieder zum rasanten roten Yoshi. Auch der könnte glatt Feuer spucken wie in Mario World. Dem ist aber nicht so ganz so. Ich bremse sogar für Sternteile. Es ist so. Sondern diesmal sieht die Sache anders aus. Er verwandelt sich in den roten Yoshi für eine begrenzte Zeit. Und hier geht's noch weiter hinauf. Ich glaube, ich will da direkt ganz hoch, ne? Ob ich das schaffe, ist die Frage. Darf ich nirgendwo anecken. Und ich weiß auch jetzt nicht so aus dem FF auswendig, wo diese ganzen Früchte liegen. Die Chilis. Ich nenne die einfach Chilis, ne? Ist naheliegend. Sieht doch ähnlich aus. Und jetzt muss ich erstmal rausfriemeln. Wir hören auch Mario World Mucke, ne? Ist sehr stark. Dieser linke Weg ist extrem schmal. Ich weiß nicht, ob das überhaupt. Naja, das ist schon schwer zu timen. Sekunde, werte Hunde. Anspruchsvoll, aber nur so kommt man ganz nach oben. Zack. Und ich sag mal so, ne? Es hat sich gelohnt. Es gibt ein One-Up. Und die sammeln wir ja. Du bist steil nach oben gekommen. Deine Zielstrebigkeit ist wahrlich beeindruckend und eines Lobes wert. Seh dich um. Dieser Ausblick hat etwas überaus Beruhigendes. Ich meditiere gerne hier oben. Die Frage sei gestattet, wie bist du denn hier hochgekommen? Auf dieselbe Art und Weise? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich wollte die... Geht das? So schon mal nicht. Klappt ein Brett vom Kopf. Ist so weit weg. Hätte sein können. Ja, die Wasserfälle. Stark. Habe ich das nicht im alten Let's Play gesagt? Warum heißt es eigentlich Riesenwasserfallgalaxie? Wo ist denn hier ein Wasserfall? Ich kann ihn nicht sehen. Ich habe keine Ahnung. Komisch. Hat auch mit den grünen Sternen zu tun, ne? Am Ende des Tages, glaube ich. Da oben war irgendwas im Busch. Naja. Runde 2, das war erst der Anfang. Na klar. Aber dieser rasende Yoshi kommt im Spiel verdammt selten vor. Also ich glaube, außer hier kaum noch. So 2-3 Stellen vielleicht maximal. Kann mich sonst gar nicht mehr entsinnen. Das hier ist halt tatsächlich die einprägsamste Galaxie, was das angeht. Ja komm, nimm die Challenge mit, ne? Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Auch wenn mein Ziel sein wird unter... Ach, die gehen noch nicht mal kaputt, ja, dann... Dann hüpft den auf den Deckel. Auch wenn mein Ziel sein wird, unter 30 Minuten zu bleiben, ist mir einfach angenehmer für die Parts.
letztes Mal nicht so richtig gelungen. Glaube ich. Aber ihr seht mir noch 30 Minuten Parts nach, oder? Vielleicht dreimal so viel wie 2010. Verrückt. So, da gehe ich ja glatt die Wand hoch, wa? Das ist so ein Respawn-Punkt. Ach du heiliges Hackfleisch, kann ich dich bezahlen? Bestimmt, ich habe nicht drauf geachtet. 30? Ey, die hab ich, ne? Dann mach ich das jetzt. Ich hab so einen Kohldampf auf Münzen. Ja, ja, der Riester-Rentenluma, ich sehe schon. Verwandlung! Na los. Gut. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob ich ein andermal, ne, 30 Münzen beisammen hätte. Aber jetzt. Sollte auf jeden Fall kein Hexenwerk sein. Ein bisschen aus wie Putzis. Oder sehen auch ein bisschen aus wie Mopsi. Gab's Mopsi da schon? Nee, ne? Mopsi debütierte in New Super Mario Bros. U, oder nicht? Muss man überlegen, ey. Aber meines Wissens schon. Wenn ich nicht totalen Alzheimer-Anfall habe. Das wäre 2 Jahre später gewesen. Das sollen schon so Kaulquappen darstellen. Frag mich, wie viele Kids heutzutage sagen werden, wenn sie Mario World spielen. Hey, das ist doch die Musik aus Mario Galaxy 2. Der Tag wird kommen, ey, ich sag's euch. Kids werden hingehen und sagen, das hat Mario World voll geklaut. Ich muss ja auch zugeben, dass ich mit manchen Mario-Soundtracks durcheinander komme, wo die eigentlich herkommen, weil die so oft geremixt werden, ne? Aber nur heutzutage. Oder halt zu Galaxy 2-Zeiten bereits. Davor war das eher eine Seltenheit. Auch bei Galaxy 2 war es schon eine Besonderheit auf jeden Fall. In der Form. Dieses Reusing. Ja, direkt wieder rein in die gute Stube. Ich sehe keinen Wasserfall. Keine Ahnung, warum das so heißt. Das muss eine Metapher sein. Raketenrase dank Turbo-Pfeffer. Pfeffer. Wisst ihr, Pfeffer sieht für mich anders aus. Warum nennt man das Pfeffer? Das nennt's doch Chili oder Turbofrucht oder ich weiß nicht. Wie du musst sein. Ah, 90 Grad Winkel. Da verrechnet man sich ab und zu mal. Wenn man einfach nur versucht, ein paar Sternteile mehr mitzunehmen und riskiert sein Leben. Es ist nicht wert, ne? Jetzt den normalen Weg. Ja gut, ist ja easy going. Das ist ja gar nichts. Hier liegen auch eine Menge Münzen auf dem Weg, ne? Also die kann man ja fast nicht einsammeln. Habe ich auch gerade gemacht. Ist halt super witzig. Moment mal. Ich vermisse noch eine Starcoin. Hier, Kometenmünze. Die müsste noch kommen, wa? Mich stört auch ein bisschen, dass ich die Kamera hier nicht richtig drehen kann, weil das ist nicht ganz symmetrisch. Ist nicht gerade ausgerichtet. You know what I mean? Ich bin doch nicht von sonst wann. Wo sind die Starcoin hier? Muss mir das echt abgewöhnen. Verdammte New Super Mario Bros. Serie. Muss jetzt noch kommen. In der Verschiebepassage. Man sieht aber auch relativ wenig. Ah, okay. Nicht so elegant. Nee, elegant ist was anderes. Nicht die feine englische. Ich mach's trotzdem mal hier so. Nee, ich möchte so die imaginäre Kometenmünze sehr gerne mitnehmen, um zu zeigen, dass es auch an einem Rutsch geht. Ist ja klar, dass es geht, aber ich will es ja auch. Ich habe Ansprüche, wisst ihr? Für mich selbst. Aber ich behaupte, es hat geklappt. Wahrscheinlich nicht. Oder man stößt halt wie ein Trottel dagegen die Wand. Hauptsache, man hat das Zeug, ne?
Am Ende zählt nicht Ballbesitz oder Ballkontakte oder Torchancen, sondern das Ergebnis. Und das sagt mir auch, ich habe hier einen One-Up rangeholt. Es geht, ne? Es wäre gegangen. Jetzt von hier unten. Ne, das geht nicht, ne? Also so viel bescheißen wollten die Entwickler einem nicht gestatten. Latte getroffen worden. Kaffeelatte. Welche Latten fallen euch noch so alle ein? Natürlich, die Bettlatte. Der Lattenrost. Ah, jetzt geht dir der Pfeffer aus, du. Yoshi, du hast auch schon mal mehr Pfeffer. Okay, ich stelle mich an wie ein abgelaufener Joghurt. Vermutlich ist diese Pfefferfrucht schon abgelaufen, hä? Einfach ein bisschen, ne? Die Kurven mit Schwung nehmen. Ordentlich einberechnen. Eine schöne Biegung. Und dann passt der Lachs. Ne, Luba? Ich finde ihn großartig. Habe ich denn jetzt genug Sternzeit? Da ist noch ein Luma auf der Weltenkarte. Der will was von mir. Und das habe ich jetzt auch. Ey, ich zahle der Bank nichts mehr ein. Es gibt so viele Oberwelt-Luma. Da tut mir sehr leid. Das kann man ja gar nicht mehr. Das ist ja nicht hinzukriegen so. Stell dir. Oh, ein Gourmet-Luma ist an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Naja, vorher hole ich den gar nicht an Bord, mein Freund. La la la, hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? La la la, ich habe so einen Hunger auf Sternteile, gib mir 700, dann verwandle ich mich. La la la, hier kannst du haben, la la la. Dicker als Luma. Oh wunderbar, ich bin so voll. Na dann wollen wir mal Verwandlung. Warum habe ich Möwen an Bord? Mitten in der Galaxie. Fragen, die man sich nicht zu stellen traut. Ja, wollen wir da zuerst hingehen? Die Position ist ein bisschen... Man müsste ja von oben nach unten machen eigentlich. Was war das? Honigblüten. Nee. Sinkflug. Also wenn wir gut sind, kriegen wir beide noch hin, weil das ist ja nur der Tukutleiter und der normale, der leichtere. Ja, vom Tukutleiter hatte ich zwar auch Albträume, aber ich habe jetzt inzwischen eine Wiimote Motion Plus, aber das ist gar nicht mehr, das ist nicht mal original Nintendo, ne? Das ist ein Dritthersteller. Kann man heutzutage noch Wiimotes kaufen? So im Wii U-Zeitalter ging das locker flockig, aber die waren mir zu teuer so. Ich müsste mir mal wieder... Ich brauche echt noch mal eine gute Wiimote. Die jetzt gerade funktioniert noch unter Nunchuk, aber wer weiß wie lange. Ich habe keine in Reserve mehr. Die anderen sind alle leer geworden. Wisst ihr da was? Kennt ihr da Kontakte? Hängt bei euch bei eurem Elektronikmarkt Müller um die Ecke noch... oder Müller, Meier, Schulze, Schmidt, so war das gemeint. Hängen da noch Wiimotes, Originale? Dann kauft mir eine mit. Der da! Der Tuchutleiter da! Er ist nicht gerade der beste Flieger und dazu noch schüchtern. So schüchtern. Nicht so wie ihr. Aber er gab zu verstehen, dass er dich mag. Vielleicht nimmt er dich auf den Gleitflug mit. Mach schon, ach schon. Ich entlädte den Gleitflug. Bist du mutig genug, um dich an den Tuchutleiter zu hängen? Ich will fliegen. Gleitflug im Gleitflug. Schon gut, schon gut. Ich zeig dir, wie du dich vom Wind tragen lässt. Ich rede nochmal. Halte die Wiimote waagerecht. Sie muss eben sein. Eben. Genau, genau. Das ist die Startposition. Um von der Startposition nach links zu fliegen, rolle die Wiimote nach links. Rollen! Genau, genau, genau. Jetzt nach links, links, links. Weiter klaro. Neige die Wiimote sanft, sanft nach unten für einen Sinkflug. Kriegen wir hin. Oh, oh. Und um abzudrosseln, richtet die Wiimote auf. Segle durch den großen Sonnenkranz hinter dem Wald. Dann bist du im Ziel. Dort ist das Ziel. Aber es wird nicht einfach. Nicht einfach. Ich nehme den lieber im Pommes-Modus. Nee, war der Zahnarzt-Modus, ne? Ich rede im WarioWare Smooth Moves Jargon. Ah, da unten sind aber Sternteile. Ich würde die gerne nehmen. Also selbstverständlich für Leute, die das Spiel nicht kennen oder nicht wissen oder sehen, was gerade los ist, ne?
wir... Ach, und nur wenn ich schon alle Tore fliege, gibt es auch die Kometenmünze. So war das. Da gibt es später noch eine hammerschwere Mission in der Lava-Welt. Aber so ist sogar sehr entspannt. Und ich habe halt die Kontrolle über den Schinken. Aber wisst ihr warum? Ich habe es ja auch schon mal erwähnt bei dem Lucky 2 Boss. Und zwar beim Tuco-Kleider war das mit dem Input-Delay halt richtig übel. Und deswegen habe ich den wenig gefeiert. Und eben, dass die V-Motion Plus sehr viel besser funktioniert als die V-Modes zur Release. Ich habe eine First-Gen-Wii, weil ich natürlich am Launch-Day Dezember 2006 direkt gekauft habe. Und ja, die ersten V-Modes sind schlechter, was sowas angeht, als die V-Modes mit V-Motion Plus. Die gab es ja später im Bundle und so weiter. Ja, das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? Voll daneben. Aber ich wollte da noch ein bisschen üben. Ich will da Sternteile farmen. Du bist geflogen. Sogar der Tokutleiter sieht zufrieden aus. Zufrieden, aber ich nicht. Hier, nimm den Powerstern. Mag nicht beeindruckend. Der Jungfernflug beeindruckend. Bah. Ja, die gucken mir alle so glücklich. Ich bin sehr unglücklich, dass ihr so glücklich seid. Ich kann nicht mal... Ja, da habe ich es geschafft, durch die Tore zu fliegen, aber die Kometenmünze, die war irgendwie viel zu weit unten und dann hat sich mehr... Naja, was soll's. Dann nicht. Dann werden wir das Spiel eben nicht zu 100% lösen, als ob ich noch einmal in meinem Leben den Tuckel... Ja. Schön. Gibt's vielleicht noch eine Mission? Nee. Natürlich. Wie käme man darauf? Wann gehen eigentlich die Kometen los? Tuco-Kleiter im Urwaldparadies. Aber ich brauche das Tutorial nicht. Ich glaube, ich muss das Tutorial nochmal angucken. Kann das sein? Ich fürchte schon. Weiß ich schon. Ah, ja. Stand vorhin nicht da? Das stand vorhin nicht da. Der Frittenfinger. Nee, spielt Wario über Smooth Moves oder schaut zumindest das Let's Play. Hab ich jetzt wieder alles riskiert für so ein, zwei Sternteile? Fantastisch. Warum sind da überall welche, wenn man die doch gar nicht bekommen kann? War knapp. Kennt ihr das Problem, wenn ihr so ganz rechts nach rechts abbiegen wollt oder so? Und dann haltet die V-Mode so weit nach rechts, dass es schon nicht mehr zählt, weil du unbedingt willst, dass weiter nach rechts geht und so. Ja, da kann man sich auch verzetteln. Aber in Wirklichkeit war ich nur heiß aufs One-Up, ich geb's dazu. Und es sieht gar nicht mal so hässlich aus. Also ich bin ja überzeugt, ich bin ja begeistert von den Wassereffekten im Spiel. Ich würde auch gerne mal den anderen Weg nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, wie das war mit den Toren. Deswegen gehe ich nochmal langweilig denselben Weg. Dies zu verzeihen. Meine Langweiligkeit. Ah, da unten. Jetzt habe ich sie auch im Vorfeld schon gesehen. Die sind noch eingesperrt. Das ist aber auch fies, ne? Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen abseits der Idealstrecke. Du siehst das nicht, weil so ein Fels davor ist. Und da musst du halt noch Manöver machen, ne? Also ohne Witz. Das ist jetzt... Naja. Mecker nicht. Mecker nicht! Wusstet ihr, dass der letzte Part relativ lang war? Wir haben uns darüber unterhalten. Ich will unter 30 Minuten bleiben. Und wenn ich jetzt noch eine Galaxie anfange, wird es vermutlich zu lang. Aber wisst ihr was? Es gibt ja jeden Tag einen weiteren Part Mario Galaxy 2. Und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das mit dem Daumen nach oben bewerten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann gibt es halt nicht mehr jeden Tag Mario Galaxy 2. Entscheidet euch, was euch lieber ist. Aber dann machen euch die kurzen Parts 25 Minuten, ne? Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Und das nächste Mal gehen wir in die bereits unlockte Welt hier, ne? Die Honigblütengalaxie. Klingt, als wäre Bienen-Mario zurück. Aber ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Haut rein und bis dann und ciao.